Es gibt zwei Formen von Drucksachen, nämlich einmal eine Informationsdrucksache und einmal eine Beschlussdrucksache. Da spricht ja schon beides für sich, Information und Beschluss. Aber es gibt ganz viele Informationen in beiden Drucksachen. Und es dauert ganz, ganz lange, bis man immer alle Drucksachen gelesen hat. Aber nur so macht man sich kundig, um eben anschließend auch Anträge beschließen zu können oder die abzulehnen. Und eine Drucksache kann aus 3 Zeilen bestehen, kann aber auch 800 Seiten haben. In diesen Drucksachen legt die Verwaltung einmal dar, was sie beschlossen haben möchte und dann natürlich auch die Begründung dazu. Und dann hängen dann noch, wenn es zum Beispiel um Baudinge geht, hängen die ganzen Zeichnungen daran, wie es aussehen soll. Und natürlich, was auch wichtig ist bei einer Drucksache, steht auch drin, was es kostet. Und es steht auch drin, wie der Gender-Aspekt ist. Das heißt also, welchen Einfluss hat es auf Mann oder Frau? Das steht auch in der Drucksache drin. Da achten wir dann immer darauf, dass es also für beide Geschlechter gleichmäßig auch ist, diese Beschlüsse, die wir eventuell fassen. Und die Verwaltung muss natürlich vor dieser Drucksache auch prüfen, ob das, was sie vorschlägt oder was aus einem Beschluss herausgekommen ist, den der Rat gefällt hat, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Manchmal ist das also so kompliziert und so langwierig, das zu lesen, dass man das gar nicht schaffen kann. Viel einfacher war es dann natürlich früher, wenn ich mal an dieses Teil hier denke. Das ist ein Vertrag, der zum Beispiel zwischen Beduinen in der Sahara geschlossen wurde. Da steht auf einem Stück Holz einfach handschriftlich das drauf, was zwei Leute miteinander vereinbart haben. Und manchmal bedauere ich, dass das heute nicht mehr so einfach ist.